Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mount & Blade Warband. Und ja, ich habe übrigens heute einen Beta-Key für Bannerlord bekommen, also mal schauen, ob da auch noch was kommt, falls, sag mal, für mich interessante Inhalte schon spielbar sind. Und ja, ich musste hier leider nochmal anfangen, weil ich beim Floris Modpack die Einheiten etwas umstrukturieren musste, denn die Namen der Einheiten waren für mich etwas kurios und ich mag auch gerne wissen, was für Einheiten ich in meiner Truppe habe und nicht diese ganzen komischen Namen. Und deswegen habe ich nochmal neu angefangen. Keine Sorge, wir sind nicht gerade ganz am Anfang, sondern wir haben schon eine kleine Truppe hier. Und die werden wir auch mal eben kurz hier ein bisschen befehligen. Beziehungsweise, na, bei denen müssen wir das nicht. Das sind jetzt irgendwelche Plünderer hier, die ich eben, sage ich mal, aufgegriffen habe. Und da können wir auch ruhig ein bisschen... ja, das... Werden wir später auch noch in die Kälte gehen und dort ein bisschen... Also in die Tundra, so heißt es, glaube ich. Da werden wir dann auch. Ups. Tja, alle down hier. Und ja, jetzt seht ihr auch die wirklichen Namen hier. Nordrik Hut zum Beispiel. Und das war mir eigentlich sehr, sehr wichtig. Dass wir hier nicht diese komischen Namen haben. Weil das hat mich ziemlich abgefuckt hier. Deswegen. Also das ist mir schon wichtig, dass wir hier... Ja, dass es auch verständlich ist, sage ich mal, welche Einheiten ich da habe. Und hier wurden 3 verwundet, niemand getötet, aber alle Plünderer sind down. Und wir haben ja auch ein bisschen was bekommen. 20,8 zum Beispiel hier. Haben wir besser als unsere alte Kleidung. Können wir gleich mal mitnehmen. Ein paar Schwerter und ein bisschen was zum Verkaufen. Allerdings der Rest hier ist nicht so interessant. Ne? Ich habe nämlich schon einen ganz netten Helm eigentlich hier mit 15. Das ist für den Anfang gar nicht mehr schlecht. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Also leveltechnisch sind wir ein bisschen drunter. Ja. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt gehen wir hier auf Wendigkeit. Und die Einhandwaffe muss jetzt erstmal nach oben, damit wir hier halt auch ordentlich Schaden machen. Und ja. Wir haben auch schon 9 Leute gerade dabei. Das seht ihr ja. Und vor allem die Truppe kann jetzt auch ausgebildet werden. Aber ich habe auch nicht so viel Knete gerade. Also ne, 73 Dinar, da möchte ich jetzt eigentlich erstmal sparen. Müssen wir hier in der Nähe Räuber finden. Die hier sich in der Nähe von Sargot aufhalten. Die sind hier irgendwo. Hier habe ich sie noch nicht gesehen. Was ist das denn hier? Räuberbande, das sind die. Genau, ich habe euch gesucht. Sagt mir, wo eure Gefangenen versteckt halten. Ich lasse euch laufen. Aber na, habt ihr Silber mitgebracht? Nein, aber Stahl. Greift den Feind an. So, und wir suchen nämlich jetzt den Bruder von dem ersten Questgeber, den man kriegt, diesen Tutorial-Dude, den ich euch schon vorgestellt hatte in der letzten Folge, wo ich ein bisschen durchgeskippt bin. Und da müssen wir jetzt den Bruder retten. Und ja, die Truppe hier ist natürlich relativ einfach. Da werden wir jetzt einfach dran vorbei reiten und den einfach mal so das Schwert durch die Kehle ziehen oder wo wir halt auch immer treffen. Und erster da. Es geht hier sehr, sehr gut. Das ist für mich halt überhaupt keine Frage, wer hier gewinnt. Übrigens, das mit dieser Schlagposition, das ist irgendwie so ein bisschen buggy bei mir. Ich weiß auch nicht. Ey. Aber ja, ich bin auf jeden Fall wieder so ein bisschen im Spiel drinne. Und das ist auch sehr, sehr, sehr gut. Ich muss leider das Befehligen noch ein bisschen üben. Von den Einheiten später. Lasst mich laufen und ich gehe weit fort von hier und werde ein ehrbares Handwerk erlernen. Ihr werdet nie wieder von mir hören. Genau, im Gegenzug will ich Informationen. Also wir lassen ihn dann leben und dafür, ne, sagt uns halt, wo die Dudes sind. Das sagt er uns jetzt. Und da gehen wir halt jetzt hin. Und kriegen auch ein paar Dinar, nicht gerade viel. Aber unter den Anmerkungen können wir jetzt hier mal auf die Karte gehen. Dann sehen wir auch, hier ist das Banditenversteck. Da, Entführerversteck, da müssen wir hin. Gerade feinen sich, die haben mal wieder Plünderer. Die könnten wir theoretisch auch noch mitnehmen.
Ich würde sagen, da wir ein bisschen Kohle brauchen, ist das auch sinnvoll. Wir können ja vor allem die Leute auch ausbilden. Noch einen Nordjäger mitnehmen. Ja, ich würde sagen, ist gar nicht schlecht, wenn wir noch einen Fernkämpfer mit dabei haben. Genau, ergebt euch oder sterbt. Und jetzt werden wir die natürlich auch wieder angreifen. Ich lasse die jetzt einfach mal so laufen, weil das sind wirklich Gegner hier, wo das egal ist. Also die können uns nicht viel. Und vor allem ist es eigentlich ganz sinnvoll, wenn ich vorne schon ein bisschen, ja, die Front so ein bisschen hier, ne, sag mal ab, die so ein bisschen ablenke, meine ich. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Mach nicht diesen. Aber ich kann ja schon mal so ein bisschen aufräumen. Ah, komm. Und. Übrigens habe ich einen Esel, wie es aussieht. Na. Da wurde auch schon ein paar sind von mir schon getötet worden. Also ganz ungefährlich ist das hier nicht. Aber wir brauchen halt Geld, ne? Also von daher müssen wir uns damit begnügen, dass wir hier eventuell auch den ein oder anderen Verlust einstecken. Hätten wir ein paar mehr Bogenschützen, hätten wir das vielleicht auch anders machen können. So. Und dann haben wir noch einen. Ne, zwei. Sag mal, sind meine ganzen Leute gestorben? Ich glaube, die haben meine ganzen Leute umgehauen. Da habe ich doch weniger ausgemacht, als ich vermutet habe. Jo, da sind einige von mir gefallen anscheinend. Nicht cool. Ja, drei getötet, einer verwundet. Aber egal, dafür haben wir jetzt hier auch nett was bekommen. Schöne Stiefeletten, ein bisschen was zum Anziehen. Naja, nicht gerade viel, aber ein bisschen. Ein bisschen, ne? Ein bisschen. Und vor allem 178 Dinar, das ist für mich Reichtum. Ja, ist für mich, das ist eine ganz schöne Menge. Jetzt werden wir hier mal auf Wendigkeit gehen, weil ich will schneller reiten können und das ist damit dann auch möglich. Noch ein bisschen Bogenschießen und ja, perfekt. Wir haben gerade im Trupp noch Nordrekruten, die wir hier ausbilden können. Ich würde sagen, wir nehmen hier noch einen Fußsoldaten. Also wir machen das so ein bisschen ausgeglichen bei denen. Auch wenn die Fußsoldaten, denke ich, weitaus stärker sind nachher bei denen, weil die haben wirklich sehr, sehr schöne Bodentruppen. Was heißt Bodentruppen? Ich meine hier Nahkämpfer. Ja, so Huskar irgendwie zur Belagerung. Zum Beispiel sind die voll heftig. Das kann ich euch mal eben zeigen. Das ist nämlich richtig cool, weil bei... Deswegen wollte ich Floris auch behalten, damit ich die Truppenbäume mal schön gucken kann. Da kann man jetzt zum Beispiel auf Nordmänner gehen und sich anschauen. Das sind die Originalen jetzt hier. Das sind zum Beispiel die Nordbogenschützen nachher. Die haben, ja, halt ne, einen Bogen. Und die hier, die Nordhuskar, die sind richtig nice, weil die haben halt diese Äxte, Wurfäxte, die richtig reinhauen. Und ja, dann haben sie noch so, ne, im Nahkampf sind die wirklich richtig heftig und hier könnt ihr auch mal so die Skills von denen sehen. Eisenhaut 7, Schlagkraft 7 und ah, die hauen schon richtig rein. Aber die machen wirklich einen ganz schönen derben Damage und ich liebe die. Aber auch schön sind ein paar andere, also von den anderen Völkern, die haben auch sehr, sehr tolle Einheiten. Aber ich mag einfach diese, die Huskar sind wirklich toll. Und jetzt mal nochmal Rekruten mitnehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt hin. Ja, zum Ende. Wobei, wir können erstmal verkaufen. Weil beim Entführerversteck werden wir wahrscheinlich wieder richtig schön was zum Verkaufen bekommen. Deswegen werden wir hier mal eben kurz alles wegticken. Da kriegen wir auch ein bisschen für. 87 allerdings nur. Aber immerhin. Und ja, ich würde sagen, dass wir auch noch ein bisschen was zu essen mitnehmen hier. Ein bisschen Korn, vielleicht ein Kohl, ne, so ein bisschen, damit die ein bisschen Abwechslung haben. Das mögen die nämlich, das ist für die Moral gut. Also wenn die so eine abwechslungsreiche Ernährung haben. Das ist natürlich wie im realen Leben auch. Ne? Wenn ihr jeden Tag Pizza fressen müsst, sage ich mal, ist das sicherlich auch nicht so dolle. Aber hier mal zum Beispiel... Oh, viele Seeräuber und Plünderer. Da dachte ich, da kann ich einschreiten und den Helden machen. Aber bei so vielen Gegnern werde ich das ganz sicher nicht tun. So, Versteck angreifen.
Und hier würde ich sagen, ja, auch einfach zum Angriff. Das ist noch relativ alles am Anfang. Also hier muss ich jetzt auch nicht irgendwie strategisch vorgehen. Da kann ich noch gut reinrennen. Das wird nachher anders. Also wenn die großen Schlachten beginnen, wenn auch Seeräuber kommen zum Beispiel, da muss ich dann schon ein bisschen nachdenken. Das sind die grauen Zellen, sage ich mal. Aber hier, sage ich mal, ist das noch nicht so wichtig. Ja, die haben auch keine wirklichen Waffen hier. Halten zwar schon ein paar Hiebe aus, aber... Wollen wir eben kurz hier in die Ego-Perspektive gehen. Ja. Haben wir ihn sogar getroffen. Wie schön. Oh, der hat ja schön getroffen hier. Ja, cool. Und wir haben gewonnen. Da kommt jetzt auch der gerettete Bruder hier, der Bruder des Händlers. Der bedankt sich natürlich. Und jetzt werden wir ihn auch zurückbringen. Und wir haben ja, oh, da kriegen wir ja einiges hier. Richtig schön viel Nahrung, ne? Schweinefleisch. Und das ist ja nett. Da können wir noch ein bisschen mitnehmen hier. Da wir jetzt sowieso verkaufen gehen, können wir den ganzen Dreck hier auch mitnehmen, der eigentlich nichts bringt. Und haben auch gar nichts an Dinar bekommen. Okay, haben auch genug Beute eigentlich, also so wichtig ist das nicht. Und ihr seht diese Schnellreise hier, ne? Die mache ich momentan immer, damit wir so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Gameplay hier reinbekommen. Das werden wir alles verkaufen, weil das, ne, ich brauche Geld momentan. Wir haben, oh, 600 bekommen wir hier sogar. Ordentlich, ordentlich. Wir haben jetzt ordentlich Geld gemacht und da können wir uns auf jeden Fall ein paar nette Sachen für kaufen. Wir werden uns gleich schön eindecken mit einer coolen Rüstung und so. Und vielleicht noch eine schöne Waffe. Wir werden mal schauen, auf jeden Fall in die Schenke müssen wir zum Bruder hier. Das ist er hier. Der bedankt sich jetzt hier. Ne, mein Bruder ist sicher zu Hause. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anstellen soll. Vielleicht sollte ich ihn auf eine Universität außerhalb Kalradien schicken. Das Geld ist höchst willkommen, bla bla bla. Seid dann interessiert, noch etwas mehr zu verdienen? Gut möglich, was braucht ihr? Erinnert ihr euch daran, dass ihr Banditen hätten, einen Verbündeten innerhalb der Mauern? Ich glaube, ich weiß jetzt, wer das ist. Kein geringerer als der Hauptmann der Wache. Hm. Wollen wir uns darum kümmern? Oh ja, so viel Text. Also einfach, Hauptmann der Wache ist böse und arbeitet mit den Banditen zusammen. Mehr muss ich eigentlich nicht wissen. Hm. 500 weitere Dinar auf euch. 500 Dinar. Oh ja, das machen wir. Ja, wir sind bereit. Jetzt müssen wir hier einmal... Ne, ihr verlasst die Schenke und geht auf die Straße hinaus. An jeder Straßenecke stehen nervös aussehende junge Männer. Ihr erkennt, dass sie Dolche und Knüppel unter ihrer Kleidung verbergen. Und als ihr an ihnen vorbeigeht, spürt ihr in der in den kurzen Blicken, die sie euch zuwerfen, eine Mischung aus Angst, Erwartung und Stolz. Ihr hofft, dass eure Feinde von diesen gar zu offensichtlichen Verschwörern nicht alarmiert wurden und prüft ein letztes Mal eure Waffen, bevor das Kämpfen beginnt. Ja, Ten-Ten vorlesen, ne? Aber soweit, Leute, auf sie mit Gebrüll. Okay, los geht's. Ey, Banditen, aber ja, nett Lappen. Dafür 500 abkassieren, gerne. Ja, noch jemand? Wer will noch nicht? Ne, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? So, jetzt haben wir alle. Sehr schön. Genau. Verstreuen sich. Alles gut. Wir haben gewonnen. Jetzt können wir unser Geld abholen. Genau. Lasst jeden Bösewicht den Namen Melideas fürchten lernen. Bla bla.
Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Cash bekommen hier. Und ein bisschen Ruf. Aber das ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass wir Cash gekriegt haben. Denn jetzt können wir uns was richtig Schönes kaufen hier. Wir haben ja jetzt insgesamt 1200 Dinar. Und da können wir uns schon mal Schönes verkaufen. Also hier, ne, 34,6 zum Beispiel. Da seht ihr schon, da haben wir ordentlich Panzerung mehr. Und ich möchte mir was richtig Schickes kaufen. So 33,9, das klingt zum Beispiel richtig gut hier mit so einem richtig schönen Helm. Oh, der ist zu teuer. Da würde ich sagen, dass wir uns hier wirklich schön eindecken. 40,8 oder 33,9? Würde ich sagen, 40,8, das klingt eigentlich besser. Ist zwar ziemlich teuer, aber das bringt es auch. Ne? Hier, 1088 Dinar müssen wir zahlen, aber dann haben wir halt wirklich eine schöne Ausrüstung hier. Und das finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Vor allem können wir dann auch besser unsere Truppe in den Kampf führen. So. Jetzt sehen wir schon mal ein bisschen gefährlicher aus hier. Und machen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr aus, denn die töten uns nicht mehr so schnell, beziehungsweise hauen uns nicht mehr so schnell bewusstlos. Ja? Töten tun sie uns ja nicht. Aber jetzt haben wir hier noch was zum Verkaufen. So, und jetzt können wir theoretisch, da wir noch ein bisschen Geld haben, auch unsere Truppen trainieren. Das habe ich nämlich mir gestern auch noch angeschaut. Das habe ich nämlich völlig vergessen gehabt. Man kann jetzt zum Übungsplatz gehen und die auch ausbilden, die kleinen Truppen, also zum Beispiel hier die Rekruten. Wir haben jetzt hier einen Fußsoldat und einen Jäger, will ich noch einen Fußsoldat. Und jetzt können wir die restlichen Rekruten zum Beispiel noch ausbilden. Indem wir hier zum Übungsplatz gehen. Jo, Feind in Sicht. Wo ist ein Feind? Da, Plünderer. Ja, die können wir theoretisch aufmischen, sind aber zu viele. Da werden meine... Ja, die Leute wieder leiden, denke ich mal. Da haben wir 12, 17 Plünderer. Nahkampfübung 2, das können wir zum Beispiel die Rekruten hier nehmen. Muss man die jetzt hier besiegen? Geht relativ einfach, also je nachdem. Manchmal geht das so ganz schön übel aus, wenn man hier so eine Kackwaffe hat. Aber so 2 kann man eigentlich immer ganz gut machen. Das ist natürlich jetzt hier für mich die ideale Situation, weil ich Einhänder sowieso geskillt bin. Und jetzt kriegen die halt hier immer Erfahrung, ne? Umso öfter ich kämpfe, umso mehr Erfahrung kriegen die. Das ist halt ganz cool. Aber hier zum Beispiel kann ich jetzt hier einen ausbilden und sagen, okay, ne, Fußsoldaten haben wir jetzt ein paar, Nordjäger. Ich würde sagen, noch ein Fußsoldat wäre ganz gut. Jetzt haben wir hier schon ein paar und der andere hier, der ist halt noch verwundet. Den können wir eh nicht trainieren. Der hat, glaube ich, auch gar keinen Bock gerade. Und jetzt sind wir schon mal, ja, ganz gut, sage ich mal, dabei. Wir können jetzt eigentlich theoretisch schon in die Winterlandschaft gehen und dort ein... Oh, 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 oh. Oh. Ein bisschen... Ja, loslegen. Aber wir können auch in eine Taverne gehen und dort mal versuchen, einen Begleiter zu finden, einen sogenannten General. Und unsere Armee so ein bisschen auszubauen. Was haben wir denn hier? Lösegeldvermittler Siegmund. Grüße euch, mein Herr, ich bin Meister Siegmund von den Freilancern zu euren Diensten. Bla bla. Ist das ein Söldner, genau. Und wir wollen hier den Söldner rekrutieren. Ja, könnt ihr hier Rekruten der Freilancer anwerben? Ja, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich so einen besonderen haben. So einen besonderen General da drauf. Oh, Lagerverteidigerin. Nee, das ist es, glaube ich, nicht. Nee, die ist nicht besonders. Aber vielleicht die hier, die Katrin. Trinkt einen auf mich. Was ist der Anlass? Okay, ist eine Händlerin anscheinend. Was wollt ihr nun tun? Das klingt, als könntet ihr mir nützlich werden. Ihr seid angeheuert. Das ist so eine Händlerin anscheinend. Und 100 Dinar kostet sie. Ja, warum nicht? Kommst du mit? Kommst du mit, hast du Freude. So. Gehen wir eben hier raus. Und dann würde ich sagen, dass wir uns auch mal um sie kümmern. Weil die müssen wir auch ausbilden. Die kann auch Skills haben. Das ist ziemlich cool. Jetzt können wir ihre Fähigkeiten angucken. Und die ist zum Beispiel Vorratshaltung.
Da verbrauchen wir nicht so viele Nahrungsmittel. Eine Vorratshaltung erlaubt dem Trupp 5 Nahrungsmittel pro Fertigkeitsstufe zu bevorraten und erhöht das Angebot an Nahrungsmitteln. Ziemlich cool. Dann haben wir hier noch Inventarverwaltung, also erhöht das Aufnahmevermögen des Inventars um plus 6, also gut in Anführerfähigkeit. Also ich glaube, das bringt mir persönlich jetzt nichts. Die Wundbehandlung bringt aber was den ganzen Trupp, die heilen sich dann schneller. Und dann haben wir hier noch Trade und das heißt, wir können bessere Preise erzielen. Ich möchte noch gerne die Dings hier reinnehmen vielleicht, die Gefangenenhandhabung, damit wir halt auch noch Gefangene nehmen können. Damit kann man richtig gut Geld verdienen. Das werden wir vielleicht noch machen. Aber ist schon mal ganz gut, dass wir jetzt so einen General haben. Und ich werde aber nicht zu viele nehmen. Erstmal nur einen. Und die werden wir jetzt, sage ich mal, auch gut ausrüsten. Da müssen wir mal eben kurz hier ein paar Opfer finden, die wir... Warte mal, wie viel Geld habe ich noch? Na, 72, jetzt brauchen wir erstmal hier ein Opfer. Jemanden zum Zusammenschlagen. Wen können wir hier das Taschengeld klauen? Oh, Plünderer. Also 21 Stück sind schon happig. Also das würde ich jetzt mir eigentlich nicht zutrauen. Das heißt zutrauen schon, aber das ist halt sehr aufwendig. Deswegen mal gucken, ob wir hier vielleicht einen anderen Trupp sehen, den wir uns holen können. Feind in Sicht, da. Und zwar haben wir hier mal Seeräuber und Deserteure. Okay, das ist schlecht. Mal eben kurz schnell gewartet. Da Feind in Sicht und da haben wir 22 Seeräuber. Oh, Seeräuber sind ganz schlecht. Aber vielleicht sehen wir nochmal ganz normale Banditen. Könnt ihr auch mal fragen, was hier los ist? Ob wir vielleicht hier mal helfen können? Die Quests hier sind eigentlich gar nicht schlecht. Können wir hier schon mal anfragen. Vielleicht können wir damit auch unsere Tante so ein bisschen ausrüsten, indem wir hier ein bisschen Cash machen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt wieder Geld, weil ich habe so viel für meine Ausrüstung ausgegeben. Und ja, habt ihr irgendwelche Aufgaben? Ja, Gruppe, genau. Wir bringen denen jetzt bei, wie sie sich verteidigen können. Und so, dann bilden wir die jetzt aus. Und dann werden wir sowieso gegen Banditen kämpfen können. So, das werde ich jetzt in diese Episode hier noch aufnehmen. Also, ich hätte sonst jetzt einen Cut gemacht eigentlich, weil wir sind schon wieder bei 23 Minuten und die Zeit vergeht einfach beim Warband-Spielen, das glaubt ihr nicht. Das ist so heftig. Die Zeit vergeht einfach wie im Flug, wenn man Warband spielt. Man hat einfach so viel zu tun, man hat einfach so viele Dinge, die man machen kann, so viele Ansätze, sage ich mal, die man verfolgen kann, um sein Ziel zu erreichen. Und ne, man kann zum Beispiel die Truppen ausbilden, man kann sich bei den Dörfern beliebt machen, man kann sich bei irgendeinem anderen Typen einschleimen, man kann einfach so viel machen. Klar, die Sachen wiederholen sich irgendwann so ein bisschen, ne? Also man hat irgendwann, sage ich mal, auch mal Wiederholung in den Quests hier drin, ne? Aber trotzdem so die Echtzeitschlachten, beziehungsweise diese Schlachten zum Beispiel, so, die sind ziemlich, ziemlich cool. Und ja, das macht einfach sau viel Laune, dann nachher gegen auch so riesige Truppen anzutreten oder vielleicht sogar eine eigene Burg mal zu übernehmen. Das ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Das macht sau viel Spaß und das liebe ich so an dem Spiel. Das ist so, ja, ein gutes Mittelaltergefühl vermittelt. Also vom, ne, vielleicht nicht akkurat. Das ist ja auch Fantasy, sage ich mal. Ne, aber das ist ein schönes Erlebnis bietet in einer mittelalterlichen Welt. Mit vielen Beziehungen zu den verschiedenen, ne, Leuten hier etc. pp. Mein Kopf sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus hier. Vielleicht muss man eine andere Hautfarbe nehmen. Das sieht aus, als ob ich irgendwie
Ja, als ob der Kopf da nicht so wirklich hingehört, ne? Aber gut, so oft laufen wir jetzt eh nicht nackt rum, also ist das schon in Ordnung. Sagen wir einfach, wir haben da eine Hautfarbenstörung, Pigmentstörung oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das nennen könnte. Nehmen wir eben hier die Bauern ausbilden, damit sie sich gegen die Banditen wehren können. Das überspringe ich immer so, weil ich es halt gewohnt bin, diese Queste. Deswegen, tut mir leid, wenn ich da ein bisschen was überspringe. Aber wir haben gerade denen geholfen, sich auszubilden und dann gegen die Banditen, sag ich mal, zurückzuschlagen. Und die greifen halt jetzt genau jetzt an, nach der Vorbereitung. Und jetzt müssen wir gegen die antreten. Und natürlich werden wir das tun. Natürlich reite ich wieder nach vorne, um ein bisschen, ja, sage ich mal, die Schlacht bisschen positiv zu beeinflussen. Zumindest ist das der Plan. Aber es ist gar nicht mal so einfach, hier hier zu laufen. Ihr seht schon. Ich glaube, ihr seht schon das Problem, dass das hier das Problem ist. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Auch wenn mein Pferd, mein Esel meine ich, mein treuer Esel, Herbert, hier ja ein bisschen Probleme hatte. Ein Fußsoldat ist leider getötet worden. Unsere Tante Katrin hier, die ist leider verwundet, aber... Ja, ich würde sagen, wir nehmen das. Wir brauchen nämlich Geld gerade und das können wir richtig gut verkaufen hier. Und wir haben jetzt hier auch eine schöne Beliebtheit. Das ist gut. Dann haben wir hier schon mal ein paar Freunde, die uns vielleicht auch, sage ich mal, bessere Leute zur Verfügung stellen. Weil wenn man irgendwo beliebt ist, dann kann man auch bessere Leute rekrutieren. Das ist natürlich richtig nice, wenn man in einem Gebiet sehr oft unterwegs ist, ne? Aber erstmal schauen, ob hier irgendjemand ein Level-Up gehabt hat. Ja, leider nicht. Also die Katrin leider nicht. Fußsoldaten könnten wir jetzt auch theoretisch für 33 Dinar ausbilden. Aber ja, so viel Cash haben wir gerade nicht, ne? Wir brauchen unser Geld erstmal. Und ja, damit würde ich sagen, meine Lieben, beenden wir diese Episode. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne und tschüss.